Kann man aufgrund des Siebträgers die Qualität einer Siebträgermaschine beurteilen? Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Wie ihr hier so seht, es gibt verschiedene Arten von Siebträgern, die mitgeliefert werden bei Siebträgermaschinen, von preiswert bis teuer. Und das, was man schon mal hier auch sieht auf einen Blick, ist letztendlich, dass die alle unterschiedliche Bauformen haben. Ist es ein bisschen nachteilig, weil man natürlich für jeden Siebträger dann ja eigene Tamper braucht beispielsweise. Die Füllmengen sind immer alle unterschiedlich. Also je nachdem, wie die Form des Siebträgers ist, muss man unter Umständen sogar den Mahlgrad anpassen. Ob ich jetzt einen Siebträger habe, der jetzt besonders hoch gebaut ist, ob ich jetzt einen habe, der besonders schmal gebaut ist, all das hat letztendlich auch Einfluss auf die Extraktion, weil je dünner der Kuchen ist, desto feiner muss ich letztendlich auch das Kaffeemehl machen, weil ich ja diese 25 Sekunden Extraktionszeit haben möchte. Auch kann man eben sagen, sag mal, wenn ihr mal in ein Geschäft geht und euch verschiedene Siebträgermaschinen da mal anschaut, in den seltensten Fällen sind die Siebträger in den Maschinen tatsächlich eingespannt, hat aber den Haupthintergrund, dass dann irgendwie jeder irgendwie meint, er müsste das Ding irgendwie rausnehmen, wieder einspannen und dann kriegt das nicht hin und verkratzt einfach die Maschine dadurch. Deswegen haben wir beispielsweise auch bei uns tatsächlich die Siebträger nicht eingespannt in den Maschinen hier im Showroom, sondern wir bringen die dann entsprechend, wenn wir dann ein Beratungsgespräch haben und dann kann man das entsprechend unter Anleitung machen. Ansonsten haben wir die eben auch rausgenommen, genau aus dem Grund, weil die Leute wirklich dann die Brühgruppen dann verkratzen. Das will man nicht. Also lasst euch, wenn ihr mal im Geschäft seid, auf jeden Fall mal diese Siebträger mal bringen. Weil eins ist auch klar, also ein Billig-Siebträger, der wird einfach sehr, sehr leicht sein. Also ich habe jetzt hier einen von De'Longhi zum Beispiel, der wiegt 250 Gramm. Wenn ich hier einer von der Rocket nehme, der wiegt 750 Gramm. Das ist richtig massives Messing. Und ich habe auch in einer meiner letzten Videos schon erklärt, dass so ein Siebträger ja auch Funktion hat. Das heißt, es geht halt darum, dass der muss, deswegen muss der auch durchgeheizt sein, deswegen muss der immer eingespannt sein, mit durchgeheizt werden, weil eben sichergestellt werden muss, dass also vom Kessel über die Leitung bis in den Kaffeekuchen immer eine gleichbleibende Temperatur ist. Und wenn der zu kalt ist, dann kühlt er das Wasser zu sehr ab und der Kaffee wird unterextrahieren und der wird einfach nicht schmecken, der wird sauer werden. Ein zweiter Hinweis auf die Qualität ist einfach, wenn die hier dran schon sparen, das heißt also so ein 200 Gramm Äumel hier reinpacken, weil natürlich Messing teuer ist, es ist einfach Material, das wollen die Hersteller letztendlich nicht ausgeben, dann kann man in etwa auch sich vorstellen, wie denn der Rest der Maschine gestaltet ist. Das heißt also, wenn man hier dran schon spart, dann werden da auch nur Billigelemente verbaut. Das geht teilweise zu Maschinen, wo dann integrierte Mühlen sind, wo die wirklich dann sag mal, Kunststoffzahnräder in Mühlen verarbeiten. Das ist totaler Quatsch. Also es wird da eine Menge Geld gespart letztendlich für die Hersteller und ihr habt am Ende dann das Nachsehen. Deswegen so als Tipp, wenn ihr euch einen Siebträger kauft, lasst euch das Ding mal geben und wenn das einfach wirklich zu leicht ist, dann kauft die Maschine einfach nicht.